Die ganze Welt sieht die Bilder, was mit den Flüchtlingen auf dem Meer passiert. Alles, was in diesen Bildern sichtbar ist, haben wir erlebt. Wir starben nur nicht. Jeder Mensch ist auf seine Erde, seine Stadt, seine Heimat stolz. Wenn der Mensch nicht gezwungen ist, flieht er nicht aus seiner Heimat. Ich habe auf vieles verzichtet. Alles, was ich in 58 Jahren erarbeitet habe, musste ich zurücklassen. Wenn man hierher kommt, fühlt man sich beengt. Sehr beengt. Über viele Jahre habe ich das politische Engagement dieser kurdischen Menschen aus der Ferne mitverfolgt. Ich bin selbst Kurde und lebe seit 3 Jahrzehnten in der Schweiz. Die politischen Vorgänge in meinem Herkunftsland interessieren mich noch immer sehr. Ich war überrascht, als ich erfuhr, dass diese prominenten Männer, die ich bis anhin nur aus den Medien kannte, heute als anerkannte Flüchtlinge in der Schweiz leben. Sie erzählen mir, wie sie diesen abrupten Schnitt in ihrer Biografie erlebt haben und vor welchen Herausforderungen sie nun stehen. Fat und Özlem Anle leben in Bern. Özlem ist Ärztin, Fat Jurist. Bevor er vor 3 Jahren in die Schweiz kam, war Fat Anle Oberbürgermeister der Stadt Ahmet Diyarbakir mit rund 1,5 Millionen Einwohnern. Ich wurde in Ahmet geboren. Ich habe mein ganzes Leben in dieser Stadt verbracht. Wir wohnten zur Miete und haben in jedem Quartier der Stadt gewohnt. In der Altstadt von Ahmet, innerhalb der Stadttore und auch im neuen Stadtteil. Deshalb bin ich mit dieser Stadt besonders vertraut. Als Jurist habe ich in Ahmet für NGOs gearbeitet. Menschenrechtsvereine und sonstige Organisationen, die sich für die Rechte der kurdischen Bevölkerung eingesetzt haben. Ich war für die Anwaltskammer von Ahmet aktiv, für Menschenrechtsvereine und politische Parteien. Im Jahr 2014 wurde Fat Anle gemeinsam mit Gültan Kishanak zum Co-Bürgermeister der kurdischen Stadt Ahmet gewählt. Das System der Doppelvertretung von je einer Frau und einem Mann in politischen Ämtern ist ein Grundprinzip der kurdischen Bewegung. Eigentlich hatten Anle und Kishanak große Pläne. Doch nach 3 Jahren im Amt wurden die beiden von der Regierung abgesetzt und verhaftet. Anle verbrachte 9 Monate in Untersuchungshaft, bevor er in die Schweiz flüchtete. Seine Amtskollegin ist noch immer inhaftiert. Dort kannte ich 20.000 Menschen. Das alles musste ich zurücklassen. Das ist mein größter Verlust. Heute kann ich keinen mehr kontaktieren. Vor allem bist du fremd. Was bedeutet das? Ein fremdes Land, eine fremde Gesellschaft, eine fremde Sprache. Ich war seit 1990 Biologielehrer an verschiedenen Gymnasien in der Provinz Ankara. In der Türkei war es Staatsangestellten verboten, sich gewerkschaftlich zu organisieren. Im Jahr 1990 haben wir gesagt, dass wir aufgrund des internationalen Pakts de facto das Recht haben, eine Gewerkschaft zu gründen. Es gelang uns dann tatsächlich. Ich war dann Lehrer, Aktivist und Gewerkschaftsführer. Lami Özgen hatte seit den 90er Jahren verschiedene einflussreiche Ämter bei der Lehrergewerkschaft inne. Zuletzt vertrat er als Co-Präsident des Gewerkschaftsbundes KESK die Anliegen von rund 240.000 Angestellten im öffentlichen Sektor. Dass ein einflussreicher, unerschrockener Gewerkschafter sich gegen die Parolen der Staatspolitik stellt, missfiel den Machthabern in der Türkei. Lami Özgen wurde verfolgt und sah sich schließlich zur Flucht gezwungen. Seit 2017 lebt er in Bern. Ich bin geschieden und habe eine Tochter. Sie ist kürzlich 21 Jahre alt geworden. Sie studiert an der Universität. Sie hat zunächst in Ankara studiert.
Wegen Problemen, wegen meinen Problemen war es ihr nicht mehr möglich, in der Türkei zu studieren. Sie studiert seit letztem Oktober an der Humboldt-Universität in Berlin Chemie. Wie viele Mal Baklava? Zwei, drei. Doch nicht mit diesem Messer. Es geht schon. Eins. Nach meinem Pharmaziestudium ging ich nach Warto. 1992 eröffnete ich dort eine eigene Apotheke. Im gleichen Jahr ist meine Schwester als Kämpferin für die kurdische Arbeiterpartei in Van gefallen. Daraufhin haben die Behörden die Arbeit mit mir abgebrochen, mit der Begründung, ich sei der Bruder einer Terroristin. Ich habe finanzielle Schwierigkeiten bekommen. Darum bin ich nach Antalya ausgewandert. Nach 10 Jahren in Antalya kehrte Demir Çelik zurück in seine Heimatstadt Varto und kandidierte dort auf Wunsch der Bevölkerung für das Bürgermeisteramt. Nach einer Amtsperiode als Bürgermeister machte er auch in der nationalen Politik von sich reden. Er war Gründerpräsident der linksliberalen kurdischen Partei BDP, die bei den Parlamentswahlen im Jahr 2011 große Erfolge verbuchte. Demir Çelik war bis 2015 Abgeordneter im türkischen Nationalparlament. Demir und Songül Çelik leben seit rund 4 Jahren im Kanton Bern. Vor kurzem sind sie aufs Land in die kleine Einliegerwohnung im Haus eines kurdischen Freundes gezogen. Das Ehepaar hat 2 Söhne. Einer von ihnen folgte ihnen in die Schweiz und lebt in Bern. Wie läuft es bei euch? Es läuft. Deine Mutter und ich necken uns gegenseitig. Wir sind beschäftigt mit dem Garten. Wir kommen zurecht. Es geht nicht schlecht. Aber auch nicht besonders gut. Als ich in die Schweiz kam, gab es bei der Berufungsinstanz 13 hängige Urteile gegen mich. Nachdem ich in die Schweiz gekommen bin, kamen immer mehr Verfahren hinzu. Heute sind es 37 Strafverfahren. In 2 dieser Verfahren wurde ich nun rechtskräftig verurteilt. Einmal 6 Jahre und 3 Monate und einmal 3 Jahre. Es steht eine Gefängnisstrafe von 9 Jahren und 3 Monaten gegen mich aus. Wir haben geredet und unsere Meinung zur Sprache gebracht. Wir haben Vorschläge für die Lösung der Kurdenfrage gemacht. Aber sie sagen, das sei gemäß der türkischen Verfassung und den geltenden Gesetzen verboten. Die Regierung sagt, der Maßstab ist, dass wir uns nur innerhalb der türkischen Ideologie äußern dürfen. Das haben wir nicht akzeptiert. Wir machen Politik. Es ist die Aufgabe der Politik, Probleme zu lösen. Ich habe in der Türkei an der Politischen Akademie zu der Idee einer demokratischen Selbstverwaltung unterrichtet. Die Türkei hat etwa 80 Millionen Einwohner. In der Türkei leben nicht nur Türken, sondern auch Araber, Tscherkessen, Lasen, Kurden, Jesiden, Assyrer, Muslime sowie Christen. Wir wollten, dass diese Vielfalt von Völkern in Mesopotamien und Anatolien anerkannt wird. Wie wollten wir das erreichen? In einem kantonalen System wie in der Schweiz. Das Buch ist jetzt in der Türkei verboten. Nun wirft mir der Staat vor, ich hätte die Ideologie hinter der Selbstverwaltung und den Städtekämpfen durch die Veröffentlichung meines Buches hervorgebracht. Es ist eine neue Anklage erhoben worden.
Wegen der Gefährdung der Staatseinheit fordert der Staat eine lebenslängliche Gefängnisstrafe. Wenn du deine Muttersprache sprichst, sagen sie, du dienst dem Terror. Wenn du deinen Glauben lebst, sagen sie, du dienst dem Terror. Wenn du in diesem Staat nicht Türkin bist, nicht muslimisch und von Konfession Hanefitin, also Sunnitin, wenn du nicht die gleiche Denkweise hast, dienst du dem Terror. Hallo, liebe Ida. Wie geht's? Danke, es geht mir gut. Und dir? Ja, bei mir auch geht gut. Ja. Und wann beginnt dein zweites Semester? Am 14. April. April? Normalerweise von Ende von Februar bis am 14. April haben wir Vorlesung frei seit uns. Also nach den Prüfungen haben wir normalerweise Ferien. Aber in Ferien habe ich 3 Wochen Praktikum. Praktikum? Nein. Ja. Im Ferien musst du in Bern kommen werden. Ich will kommen. Ja. Ciao, bis nächste Mal. Bye. Ciao. Ich habe 2-mal versucht zu fliehen. Beim ersten Mal musste ich auf halbem Weg kehrt machen. Das kleine Boot auf dem großen Meer kommt dir wie ein Stück Papier vor. Mit uns auf dem Boot waren Frauen und Kinder. Auch kleine Kinder. Kinder, obwohl die Eltern bei ihnen waren. Kinder sind etwas Besonderes. Die Schreie der Kinder hinterlassen tiefe Spuren. Dir gehen viele Gedanken durch den Kopf. Du denkst an den Tod. Du denkst an dein früheres Leben. Das Schwierigste ist, dass du dich fragst, warum du das über dich ergehen lassen musst. Der türkische Staat ist autoritär und bereit, Gewalt anzuwenden. In so einem Land muss man sich auch für die Demokratie stark machen. Das war schwierig. Wir haben oft den Kopf hingehalten. Wir wurden einige Male angegriffen. Ich weiß heute gar nicht mehr, wie viele Male wir verhaftet und mit Knüppeln und Tränengas angegriffen wurden. Wenn du dich für die Demokratie einsetzt und dich gegen den schmutzigen Krieg gegen die Kurden stellst und dich für den Frieden stark machst, dann bist du immer im Visier der Behörden. Im Jahr 2009, das Jahr 2009 ist für die Geschichte der Türkei wichtig. In diesem Jahr gingen die Behörden gegen kurdische Politiker, Gewerkschafter und Journalisten vor. Immer wieder wurden die Leute verhaftet und angeklagt. Auch wir, die Funktionäre des Gewerkschaftsbundes KESK, wurden verhaftet. Die Aktivitäten unserer Gewerkschaft wurden kriminalisiert. Lami Özgen kam zunächst für 6,5 Monate in Untersuchungshaft und wurde schließlich zu einer Gefängnisstrafe von über 6 Jahren verurteilt. Er sowie tausende weitere demokratische Politikerinnen und Politiker wurden im Rahmen des sogenannten KCK-Prozesses der Mitgliedschaft bei der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei beschuldigt. Ziel dieser fingierten Anklagen war die Ausschaltung der demokratischen kurdischen Opposition. Mutmaßlich fiel sie dem Machtkampf zwischen der von der Gülen-Bewegung kontrollierten türkischen Justiz und Erdogans Regierung zum Opfer. Bittere Tatsache ist, dass der türkische Staat diese Menschen zum Teil jahrelang in Untersuchungshaft festhielt. Glaub mir, manchmal komme ich auch durcheinander, wie oft ich in Haft war. 4-mal oder 5-mal.
1995 wurde ich verhaftet, auch 1996 in Ankara. 1997 wurde ein Haftbefehl erlassen. 2009 wurde ich verhaftet. Gemeinsam mit Hunderten, Tausenden anderen war ich wegen des KCK-Prozesses lange Zeit in Haft. 2013 wurde ich freigelassen, 2016 aber schon wieder inhaftiert. Ich war 10 Monate in Haft. Wurde freigelassen. 2 Tage später gab es schon einen neuen Haftbefehl. Dieser steht immer noch aus. Zuletzt richteten sich die Anklagen gegen meine Arbeit als Bürgermeister. Alles, was wir für unser Volk und unsere Stadt getan haben, wurde als eine Straftat betrachtet. Sie fragen, warum habt ihr das System der Co-Bürgermeisterschaft eingeführt? Dieses System wurde als Straftat eingestuft. Zum Beispiel habe ich am Tag der kurdischen Sprache eine Rede gehalten. Sie sagen, das sei eine Straftat. In der letzten Anklage werden mir und meiner Kollegin Frau Kishanak ausschließlich Reden vorgeworfen. Ausschließlich Reden. Das ist die Neujahrsfeier Nevros 2016. Millionen von Menschen kamen zusammen. Frau Kishanak und ich haben die Leute begrüßt. Es war keine Rede mit politischem Inhalt. Es war nur eine Begrüßung. In der Anklage wird das als eine Straftat betrachtet. Sie folgern daraus die Mitgliedschaft einer illegalen Organisation. Aber es ist nichts Strafbares daran. Ich bin selbst Jurist und ich weiß, was ich sagen darf und was nicht. Du kannst es 100-mal anschauen. Es ist unmöglich, etwas Strafbares darin zu finden. Liebe Mitbürger, hier an der Nevros-Feier in der Hauptstadt Kurdistans zollen wir den gefallenen Kobanes und den gefallenen unseres Volkes unseren Respekt. Wir verneigen uns vor den gefallenen Kurdistans. Wir versprechen, dass sie in unserem Leben und in unserem Streben immer lebendig bleiben. Millionen von Kurden versammeln sich. Das zieht weltweit Aufmerksamkeit auf sich. Das ist es, was sie eigentlich stört und ärgert. Im Herbst 2016 wurden Frat Anle und Gültan Kishanak in einer Nacht- und Nebelaktion verhaftet. In der Stadt brachen heftige Proteste aus. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslängliche Gefängnisstrafe für Frat Anle. Die Anklage lautete wieder auf Mitgliedschaft oder gar Führung der bewaffneten kurdischen Arbeiterpartei. Ich frage Frat Anle, was an diesen Vorwürfen dran ist. In Bezug auf meine Rede am Nevros-Fest behaupten Sie, Murat Karailan hat das Volk Kurdistans zur Nevros-Feier aufgerufen, du bist dem Aufruf gefolgt, damit ist die Sache klar, du bist Teil der Organisation. Ich habe weder Gewalt befürwortet noch Gewalt angewendet. Noch werde ich mich jemals dazu herablassen. Ich war einmal Bürgermeister. Ich hätte Anrecht auf eine Dienstwaffe gehabt. Das wollte ich nicht. Als ich Mitglied des Nationalparlaments war, hätte ich Anrecht auf eine Dienstwaffe gehabt. Ich wollte das nicht. Eine Pistole, eine Waffe, das ist für mich etwas Kaltes. Es ist wie eine Schlange. Ich weiß nicht, ob ich über diese Vorwürfe gegen uns lachen oder weinen soll. Es ist so seltsam. Es ist gleichzeitig die Komödie und die Tragödie des türkischen Staates, der türkischen Justiz. Während Frat Anles Amtszeit als Oberbürgermeister kam es zu einer Freundschaftsbrücke zwischen den Städten Zürich und Ahmet, welche einen großen Symbolwert für die kurdische Bevölkerung sowohl in der Schweiz als auch in der Türkei hatte. In diesem Rahmen machten Anle und seine Amtskollegin Gültan Kishanak im Herbst 2016 einen Besuch in Zürich. Bei dieser Gelegenheit trafen sie auch Stadtpräsidentin Corinne Mauch.
Guten Tag. Guten Tag, Frau Mo. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Termin. Sehr schön. Oh, das ist sehr nett. Ganz herzlichen Dank. Wunderschön. Bitte schön, danke schön. Wie geht es Ihnen? Sehr schön. Sie und leben Ihnen? Jetzt in der Schweiz und ich höre, Sie sprechen Deutsch. Ja, ein bisschen. Aber ich muss Sie lernen. Ja. Sehr schön. Ich habe eine starke Erinnerung an den Besuch von Ihnen und Frau Kisanak hier. Und ich möchte Sie fragen, wie geht es, Frau Kisanak? Ich übergebe Ihnen ein Dossier mit den neuesten Informationen zu Ihrer Situation. Vor 4 Jahren haben Frau Kisanak und ich uns hier mit Ihnen unterhalten über die aktuelle Situation. Es hat uns sehr gefreut, was wir in Zürich erfahren und gesehen haben. Diese Erfahrungen wollten wir in Ahmet, Diyarbakır umsetzen. Doch leider hat sich dieser Wunsch nicht erfüllt. Wir wurden 3 Wochen nach unserer Rückkehr verhaftet. Frau Kisanak ist seit 4 Jahren im Gefängnis von Kocaeli, 1000 Kilometer von Diyarbakır entfernt. Frau Kisanak ist bei den Kurden und in der Türkei sehr bekannt. Für ihren Einsatz für die Rechte der Frauen hat sie teuer bezahlt. Wir hoffen sehr, dass sie ihre Freiheit bald zurück hat. Wir haben uns natürlich überlegt, wie können wir sie unterstützen. Und ich habe mich persönlich auch an Frau Kisanak gewandt, um ihr zu sagen, die Solidarität von unserer Seite und auch, dass sie nicht allein ist. Ich stelle mir das vor, man weiß gar nicht mehr, bin ich jetzt vergessen gegangen oder denkt überhaupt noch jemand an mich, dass wir in den Gedanken bei ihr sind. Sie hat mir dann auch geantwortet, dass das für sie sehr wichtig war. Ich habe großen Respekt davor. Damals schon habe ich das gespürt, dass sie unter sehr viel schwierigeren Umständen für ihre Werte und ihre Ziele einstehen müssen. Und die Verhaftung hat ja dann auch gezeigt, dass sie wirklich ernsthafte persönliche Risiken eingehen, um das zu tun. Und das verlangt mir großen Respekt ab. Und ich wünsche Ihnen alles Gute. Grüßen Sie noch unbekannterweise Ihre Frau und Ihre Kinder sehr gerne von mir. Dass demokratisch gewählte Bürgermeister einfach abgesetzt und verhaftet werden, hat in der Türkei System. Zwar lässt der Staat Wahlen zu, respektiert dann jedoch den Volksentscheid nicht, wenn die Wahl auf einen nicht regierungstreuen Kandidaten fällt. Im März 2019 wurden Adnan Selçuk Mısırlı und Hülya Alökmen mit überwältigender Mehrheit ins Bürgermeisteramt von Ahmet gewählt. Bereits wenige Monate nach Amtsantritt wurden sie abgesetzt. Beide befinden sich noch immer in Haft. Dass die Politik sich die Justiz als Instrument der Unterdrückung oppositioneller Stimmen zunutze macht, ist schon lange ein Thema in der Türkei. Diese Willkür zerstört Leben. All meine Protagonisten mussten dies am eigenen Leib erfahren. Der Vorsitzende des Gerichts in Izmir, das uns verurteilt hat, hatte sich gegen das Urteil gestellt. Unsere Aktivitäten seien gewerkschaftlich und demokratisch gewesen. Sie dürften nicht kriminalisiert werden. Er hat damit gegen die beiden anderen Richter argumentiert, die ihm unterstellt waren. Die Verurteilung war damals eine Staatspolitik. Diese beiden Richter handelten im Auftrag des Justizministeriums. Sie kamen nach Izmir, nahmen an einer einzigen Verhandlung teil und haben das Urteil gefällt. In St. Gallen trifft Lami Özgen seinen Rechtsvertreter Şerif Altunakar, der ihn in der Schweiz vom ersten Moment an begleitet hat. Şerif kam selber in den 80er Jahren als Flüchtling in die Schweiz und studiert in Fribourg Jura. Er kennt die Rechtssysteme beider Länder. Ich habe festgestellt, dass er aufgrund einer konstruierten Sachverhalts verurteilt wurde. Denn ihm wurde die Mitgliedschaft in einer terroristischen Organisation vorgeworfen, was überhaupt nicht zutrifft.
So ein Urteil wäre in der Schweiz nicht zulässig. Warum? Weil es den Grundprinzipien eines Rechtsstaates widerspricht. Ein Putschversuch im Juli 2016 veränderte die Machtverhältnisse in der Türkei schlagartig. Erdogan beschuldigte Gülen als Drahtzieher und ging hart gegen die mutmaßlichen Mitglieder seiner Bewegung vor. Von der folgenden Verhaftungswelle waren auch hochrangige Mitglieder des Gülen-Netzwerks in der türkischen Justiz betroffen. Trotz allem wurde das umstrittene Urteil gegen Lami Özgen 2017 vom obersten Gerichtshof bestätigt. Die beiden Richter wurden entlassen und verhaftet mit dem Vorwurf, dass sie Mitglieder einer illegalen Organisation seien. Sie sind noch im Gefängnis. Um den Zustand der effektiven Unterdrückung der kurdischen politischen Bewegung zu erhalten, setzt der Staat enorme Kräfte ein. Dabei ist es noch nicht lange her, dass ein anderer Weg möglich schien, der die Hoffnung auf eine friedliche Lösung aufblühen ließ. Im Jahr 2013 ließ Erdogans Regierung einen Waisenrat bilden. Über 60 bekannte Intellektuelle, darunter auch Lami Özgen, sollten das Land bereisen, um die Meinung der Bevölkerung zur politischen Lösung des jahrhundertealten Kurdenproblems zu hören. Zu dieser Zeit kam etwas Gutes zustande. Es begannen die Gespräche zwischen dem Staat und der kurdischen Bewegung für Friedensbemühungen. Das war eine neue Entwicklung, eine Sache, die nie zuvor dagewesen war. Nachdem Erdogan jedoch im Sommer 2015 mit den ultranationalistischen Kräften der Türkei ein Bündnis eingegangen war, um seine Macht zu erhalten, fiel der Waisenrat in Ungnade. Lami Özgen vermutet, dass die neuen Staatskräfte die Aufkündigung der Friedensgespräche mit der erstarkten kurdischen Bewegung zu einer Bedingung ihrer Unterstützung machten. Zu Hause zeigt mir Lami Özgen Einladungen, die er während seiner Zeit als Gewerkschaftspräsident erhalten hat. Es sind große Namen, vom türkischen Staatspräsidenten bis zur Schweizer Botschaft in Ankara. Ich frage ihn, welche Bedeutung die Bekanntheit von damals für ihn heute noch hat. Ein kurdisches Sprichwort sagt, die Welt dreht sich. Mal bist du oben und mal bist du unten. Özlem Anle und ihre beiden Kinder im Alter von 11 und 15 Jahren durften erst im August 2019, 2 Jahre nach Frat Anles Flucht, in die Schweiz einreisen. Für die Familie begann endlich wieder ein gemeinsamer Alltag, gezeichnet von der Herausforderung, in einem fremden Land sein neues Leben zu beginnen. Peymans Lehrerin hat ihm gesagt, dass sie weiß, dass er noch nicht alles versteht, es aber sicher bald lernen wird. Das hat ihm gut getan und ihn motiviert. Er ist froh, dass man Verständnis für seine Situation hat. Er ist auch froh, dass sie merkt, wie sehr er sich bemüht. Im Vergleich zum letzten Jahr geht es ihm jetzt besser. Er hat sich gut eingelebt. Letztes Jahr musste er noch keine Prüfungen machen. Dieses Jahr aber schon. Und je mehr Freunde er findet, desto wohler wird er sich fühlen. Es ist sehr schwierig, eine neue Sprache und ein neues System kennenzulernen, ein neues Leben aufzubauen. Die Familie muss all diese Schwierigkeiten mittragen und das lässt einen verzweifeln. Oft kam mein Sohn von der Schule nach Hause und hat geweint. Er hat gesagt, ich bin kein Depp, ich bin nicht dumm. Er verstehe die Sprache einfach nicht und er wisse nicht, was die Lehrer sagen. Wir haben heute im Sportunterricht Übungen mit dem Basketball gemacht. Danach haben wir die Geschichte aus einem Buch nachgespielt. Deshalb habe ich Legos in die Schule genommen. Das haben wir heute gemacht. Wie viele Figuren hattest du? 5.
Mein Eindruck ist, dass du seit Beginn des Schuljahrs besser verstehst. Ja, das stimmt. Ich verstehe Berndeutsch jetzt besser. Ich werde in der Schule auch unterstützt. Kürzlich hatten wir einen kleinen Test und das lief gut. Die Artikel im Akkusativ, der, die, das. Wie verändern sich diese Artikel im Akkusativ? Am meisten mache ich diesen Fehler. Im Akkusativ verändert sich nur der maskuline Artikel der. Die und das bleiben unverändert. Was die Sprache angeht, bist du stumm. Wenn die Leute dich etwas fragen, bist du taub. Du bist wirklich wie taub. Du verstehst einfach nichts. Zudem bist du weit weg von deiner Familie, von deinen Freunden, deiner Heimat. Auch der Kampf, den du geführt hast, ist stehen geblieben. So, Lami, du darfst anfangen. Wo? Worüber haben Sie in letzter Zeit richtig geärgert? Genau. Worüber haben Sie sich in letzter Zeit geärgert? Warten Sie schon einmal auf etwas oder auf jemanden neidisch. Neidisch auf, stolz auf, wütend auf. Abdelaziz hat es schon. Ich gebe mir große Mühe, aber die deutsche Sprache ist sehr komplex und reich. Ich habe B2 abgeschlossen und jetzt mit C1 begonnen. Warum haben wir einmal worauf? Und einmal auf wen? Wofür? Für die Person? Ja. Vorauf, für die Sachen. Sehr man gut. Kann erzählen. Wunderbar. Ja. So, manchmal brauchen wir diesen Unterschied. Was die Arbeitsintegration betrifft, ich habe ja einen Beruf. Biologie ist auf der ganzen Welt anerkannt. Wenn ich die Sprache gut genug sprechen könnte, hätte ich als Biologe viele Arbeitsmöglichkeiten. Auch wenn es schwierig ist, werde ich es schaffen. So sehe ich es. Hier musst du wieder von Null anfangen. Im Alter von 40, 50 Jahren musst du ein neues Leben beginnen. Nach allem, was man bis anhin erarbeitet hat. Tatsächlich liebe ich meinen Beruf. Aber ihn hier wieder aufzunehmen, scheint sehr schwierig zu sein. Aber wir haben Hoffnung, dass meine Frau, die Ärztin ist, irgendwann in ihrem Beruf hier arbeiten kann. Sie hat über 20 Jahre als Ärztin gearbeitet und hat viel Erfahrung. Wir wollen uns so schnell wie möglich mit unseren Fähigkeiten in die Gesellschaft einbringen. Wir haben die Heimat zurückgelassen. Wir mussten weg. Wir haben unser Dorf zurückgelassen, unser Haus. Auch wenn wir dort nicht reich waren, waren wir immerhin unabhängig. Hier sind wir auf den Staat angewiesen. Die Schweiz ist ein demokratisches Land mit schöner Natur, aber es ist nicht unsere Heimat. In Demir und Songüls Trauer um ihre Heimat mischt sich auch die Sorge um den zweiten Sohn Heval. Im Jahr 2013 schloss er sich den bewaffneten Truppen der kurdischen Arbeiterpartei an.
Wir haben ihm gesagt, du studierst Jura, werde Anwalt und setze dich so für die Demokratie ein. Er sagte, das reicht mir nicht. Du bist Politiker, warst Apotheker, Bürgermeister, Parteipräsident und Abgeordneter. Was hast du erreicht? Die Kurdenfrage ist nicht gelöst. Ich vermisse meinen Sohn sehr, wie jede Mutter das tun würde. Keine Mutter wünscht, dass ihr Sohn stirbt, selbst wenn er glaubt, sich für etwas Gerechtes einzusetzen. Jahrelang hofften die Eltern auf ein Lebenszeichen ihres Sohnes. Dann, im Oktober 2020, berichten türkische Medien über seine Festnahme. Doch die Eltern können keinen Kontakt zu ihm aufnehmen. Seit Lami Özgen in der Schweiz ist, pflegt er auch Kontakte zu den hiesigen Gewerkschaften und verfolgt deren Arbeit mit großem Interesse. Den Erfahrungsaustausch mit den Kollegen schätzt er sehr. Gut, und dir? Danke, es geht mir gut. Wunderbar. Ja? Hallo, Lami. Hoi. Wie geht's? Danke, es geht mir gut. Danke. Danke. Also man merkt, in diesen 3 Jahren hat Lami relativ viel gelernt. Nicht nur die Sprache, auch die Gewerkschaften kennengelernt, die Diplomatie, Kulturen der Gewerkschaften, sage ich jetzt mal, oder der Parteien, hat er alles dann wirklich gut gemeistert. Also du warst ja in der Türkei eine hochbekannte politische Persönlichkeit. Wie erlebst du das? Also wie ist das für dich, plötzlich auch eigentlich vom Hoch aufs Tief hinunterzukommen? Ja. In der Türkei, man muss nicht nur als Gewerkschafter kämpfen, sondern auch wie eine Demokratiekämpfer, Friedenkämpfer, gesellschaftliche Problemenkämpfer, 30 Jahre. Wir haben so viel gemacht, aber hier in der Schweiz, für mich gibt es nicht so viele Aktivitäten. Wir haben verschiedene Kontakte mit Gewerkschaften und politischen Parteien und verschiedenen Plattformen, aber nicht wie die Türkei. Ja, manchmal ich fühle mich gut, aber manchmal leider ich fühle mich nicht gut. Die Erlebnisse in der Türkei haben bei Lami Özgen tiefe Spuren hinterlassen. Er zeigt mir Bilder von einem Anschlag im Jahr 2015, der das ganze Land erschüttert hat. Lami selbst war mittendrin. Wir waren mitten in Ankara, doch die Ambulanz ließ 30 Minuten auf sich warten. Die Ambulanz wurde einfach nicht geschickt. Die Ambulanz wurde behindert. Viele Schwerverletzte wurden mit Taxis ins Spital gebracht. Wir haben sie mit Taxis ins Spital geschickt. Die Ambulanz kam erst eine halbe Stunde später. Der Gewerkschaftsbund KESK und 3 weitere bedeutende Berufsverbände organisierten im Oktober 2015 eine Friedenskundgebung in Ankara, nachdem es nach 3 Jahren relativer Ruhe wieder zu schweren bewaffneten Kämpfen gekommen war. Über 100.000 Menschen kamen zusammen und forderten ein Ende der Gewalt. Ein durch den Islamischen Staat verübter Anschlag auf die friedliche Kundgebung forderte 103 Tote und über 500 Verletzte. Lami Özgen macht den türkischen Staat direkt für den Anschlag verantwortlich. Inzwischen ist alles herausgekommen, was der Geheimdienst und der Staat von diesem Anschlag gewusst haben. Die Täter wurden unterstützt, weißt du? Als wir das am Anfang sagten, akzeptierten sie es nicht. Später haben es ihre eigenen Untersuchungsbeauftragten in ihren Berichten belegt. Sie haben den Anschlag bewusst nicht verhindert, weil es ihnen für die bevorstehenden Wahlen 2015 einen Vorteil verschaffte. Mit diesem Anschlag wollten sie die Opposition einschüchtern. Weil so viele Menschen kamen, liefen wir 100 Meter weiter vorne.
Hätten wir das nicht getan, wären wir anstelle der anderen gestorben. Wir haben überlebt. Aber an unserer Stelle sind unsere Freunde gestorben. Wenn ich die Bilder von diesem Massaker wiedersehe, die Bilder haben immer noch große Auswirkungen auf mich. Es ist jedes Mal, als würde ich es von Neuem erleben. Ich weiß, dass ich keine Schuld habe. Aber wir werden dieses Massaker nicht vergessen. Ich werde es nie vergessen. Auch an Frat Anle sind die Erlebnisse der vergangenen Jahrzehnte nicht spurlos vorübergegangen. Der Tod seines engen Freundes und Weggefährten Tahir Elchi bewegt ihn noch heute zutiefst. Tahir Elchi war Vorsitzender der Anwaltskammer in Diyarbakır und über Jahrzehnte eine Schlüsselfigur in der Menschenrechtsbewegung in der Türkei. Er wurde mehrmals verhaftet und mehrmals schwer gefoltert, aber Tahir gab nie auf. Tahir Elchi war ein Pionier, der viele Verfahren vor den Europäischen Menschenrechtsgerichtshof brachte. Er hat hunderte Verfahren dorthin gebracht. Während andere Angst hatten, ihre Unterschrift unter eine Akte zu setzen, ging Tahir in Kurdistan von Dorf zu Dorf und bot sich als Verteidiger an. An jenem Tag war ich bei einer Buchvernissage, bei der es um die historische Brücke mit 10 Toren über den Fluss Tigris ging. Das war mein Programm an jenem Samstagmorgen. Ich war etwas ungeduldig, denn eigentlich wollte ich Tahir anrufen. Ich spreche zum ersten Mal darüber. Tahir Elchi gab im November 2015 vor einem historischen Minarett in Diyarbakır, das in den Tagen zuvor mutwillig beschädigt worden war, eine Presseerklärung ab, in der er das Ende der Gewalt in den kurdischen Gebieten forderte. Noch während seiner Ansprache wurde er von einer Kugel getroffen, die in einem Feuergefecht zwischen der Polizei und einer PKK-nahen Jugendorganisation abgegeben worden war. Ich hörte plötzlich Schüsse. Ich habe Tahir angerufen. Aber ein anderer hat abgenommen. Ein Journalist rief mich an. Er sagte, es gebe schlechte Nachrichten. Ich ging ins Leichenschauhaus. Ich sah Tahir auf dem Tisch liegen. Ich habe ihn umarmt. Ich sah, wie seine Stirn noch blutete. Ich weiß nicht, ob es Polizisten waren, die noch im Raum waren. Ich habe sie weggeschickt. Dann habe ich geweint. Ich habe niemanden zu ihm gelassen. Ich habe ihn sehr lange umarmt. Songül und Demir Çelik haben zahlreiche Verwandte und Freunde, die ihre Heimat schon Jahre zuvor verlassen mussten und nun verstreut in Westeuropa leben. Zu diesen pflegen sie einen engen Kontakt. Heute laden Songül und Demir zu einem gemeinsamen Essen ein. Meine Neffen haben mich von Beginn an unterstützt. Ich musste keinen einzigen Tag in einer Asylunterkunft verbringen. Zweifellos war mein Onkel nicht nur in der Familie, sondern in der ganzen Region eine bekannte Persönlichkeit. Man fragt sich, wie er als Flüchtling einen Neuanfang machen kann. Es macht einen traurig, so etwas zu sehen. Es hätte nicht so weit kommen dürfen.
Aber kaum war mein Onkel hier, begann er mit voller Energie Deutsch zu lernen. Diszipliniert saß er dafür jeden Tag eine Stunde am Computer. Dankeschön, Frau Till. Es ist unsere Kultur. Wir wollen zusammenkommen. Darum haben wir heute Gäste. Wir wollen unsere Beziehungen warm halten, da wir weit weg von der Heimat sind. Wir wollen, dass unsere Kinder einander kennen. So geht die Kultur nicht verloren. Liebe Damen und Herren, willkommen. Bitte wir zusammen essen. Guten Appetit. Lami Özgen und Frat Anle kennen sich seit Jahrzehnten. Ihre politische Arbeit war von derselben Vision geprägt, ein demokratisches und freiheitliches Land mitzugestalten. Und auch wenn der Preis für ihr politisches Engagement sehr hoch war, ist ihre Vision immer noch lebendig. In der Schweiz sehen sie viele Dinge, die sie in ihrer Heimat gerne umsetzen würden. Zum Beispiel ein Netz touristischer Wanderwege. Stell dir vor, zum Beispiel im Landkreis Passur. Ich hatte schon etliche Projekte im Kopf. Nur leider hat der Krieg nicht aufgehört. Am Berg Andok und Dorchin gibt es viele geeignete Orte. Butter, Käse, Brot. Es gibt geeignete Berge. Der Berg Andok ist zum Skifahren fantastisch geeignet. Und im Sommer und Herbst kann man dort wandern. Du kannst dich sicher auch noch erinnern, vor 1980 kamen Touristen nach Ahmet. Vor der großen Moschee und vor der Kirche parkten Touristenbusse. Nach dem Militärputsch 1980 kam auf einmal niemand mehr, weil die Region militarisiert worden war. Wir haben 3-4 Jahre gearbeitet, um die Stadtmauer von Ahmet und die Hevselgärten in das UNESCO-Weltkulturerbe aufnehmen zu lassen. Es gibt noch tausende solcher Kulturstätten, die noch überhaupt nicht entdeckt worden sind. Guten Appetit. Guten Appetit für alle und danke fürs Kochen. Wie geht's deiner Tochter in Berlin? Ja, letzten Freitag hat die Semesterexamen beendet. Sehr gut. Sehr schön. Ja. Super. Nur ein Examen, inorganische Chemie ein bisschen. Nicht gut, nicht schlecht, aber nicht normal. Aber alle anderen Sachen sind jetzt sehr gut. Sehr schön. Ja. Aber alles bestanden. Ja. Ich habe die Schweizer Gesellschaft etwas kennengelernt. Ich habe Freunde in der Schweiz gefunden und finde immer mehr. Ja. Montagabend mit Lami, das war Tradition. Wir haben ein bisschen weniger für das B2 gemacht, aber dafür uns sehr gut kennengelernt und ich habe eine Freundschaft gewonnen und keine Lehrer-Schüler-Beziehung, sondern wirklich eine Freundschaft gewonnen. Und es ist atemberaubend, von dir zu erzählt bekommen, was du durchgemacht hast, dein Lebenslauf, diese Freundschaft, für die bin ich dankbar. Ja. Danke dir. Danke. Songül Çelik trifft im Haus der Kulturen in Bern ihre Verwandten und Freunde. Alle sind aktive Mitglieder des Kulturvereins Derga. Heute wird die jährliche Cem-Zeremonie gefeiert, zu der Menschen aus der ganzen Schweiz angereist sind.
Unser Kerzenlicht ist für die Hoffnung, dass alle Menschen auf der Welt in Frieden und frei leben können. Songül Çelik, ist es ein großes Anliegen, die kurdisch-alevitische Kultur, sie nennt sie Rehahak, den Weg der Wahrheit, auch hier in der Schweiz zu pflegen. Sie betont die Gleichberechtigung in ihrer Kultur und möchte den Naturglauben, der stark von Gesang, Tanz und Dichtung geprägt ist, mit einem modernen Religionsverständnis in Einklang bringen. Wenn ich hier in die Berge fahre, kommt mir meine Jugend in den Sinn. Das Schönste war, dass man frei und mitten in der Natur war. Genau wie jetzt hier. Die Natur gibt mir Kraft. Diese Pflanze gibt es überall, auch in Kurdistan. Es gibt zwei- und dreiblättrige Arten. Die dreiblättrigen sind ein wichtiger Nahrungsbestandteil für Schafe, weil sie einen hohen Proteingehalt haben. Ich frage Lami Özgen, ob die Schweiz je seine Heimat werden kann. Man sagt ja, jede Pflanze wächst auf ihren eigenen Wurzeln, weißt du? Als ich hierher kam, war ich 55 Jahre alt. Für meinen Alltag kann die Schweiz eine Heimat werden, aber für eine wirkliche Heimat ist es schwierig. Meine Wurzeln sind nicht hier. Meine Wurzeln, meine Erde sind dort. Meine Erde ist Kurdistan. Dort hast du eine Identität, einen Status, deinen Platz in der Gesellschaft. Freunde in Ahmed sagen mir, ihr habt es sehr gut. Ihr lebt in diesem schönen Land Schweiz, mitten im Paradies auf Erden. Ich habe hier Freunde und kann ein neues Leben beginnen. Aber wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich keine Minute länger hier bleiben. Thank you.